Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt nach der letzten Folge. Es tut mir unglaublich leid, dass ich das so... Da ging es voll mit mir durch, aber voll mit mir durch. Ey, da willst du nichts Böses tun und so und bist nett und so. Und willst nur ein bisschen die schöne Welt genießen und so. Und was passiert? Da kommt irgend so ein Kackbratze an und schießt dir einfach ein Loch in den Arm. So, die Nacht hat auf jeden Fall gereicht, um uns komplett zu heilen. Unser Auto springt auch noch an. Jetzt gehen wir da die Straße noch weiter. Ich will die Straße da unbedingt noch weitergehen. Es kann nicht sein, dass wir da... Hoppla. Vorwärts. Kurve, vorwärts, danke. Dass wir da jetzt nicht weiterkommen, weil wir angeschossen wurden und dann draufgegangen sind. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen, ja. So, vorsichtig. Wir müssen auch noch neue Zündkerzen finden. Weil ich befürchte, unser Auto wird demnächst wieder den Geist aufgeben. So, das geht so. So, diesmal brettern wir hier einfach durch. Wir brettern einfach durch. Wenn sich einer bei mir von Wagen schmeißt, wird er direkt überfahren. Fertig. Ich glaube, die schlafen alle noch. Ah, ist natürlich auch gut. So, bei der Gas Station waren wir jetzt schon. Das heißt, wir fahren jetzt direkt mal ein bisschen... Wir fahren vorsichtig weiter. Okay, hier scheint dann auch ein Ende zu sein. Aber das gucken... Wow! Das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an hier. Weil hier waren wir ja noch nie. Mit. Mit. So, Kerzen. Nein. Ich brauche Zündkerzen, bitte. Ja, Schrott. Noch ein paar halb verdorbene Colas. Da hinten ist auch noch eine Straße. Zur Not können wir dann die Straße auch noch direkt abfahren. Oh ja, warum nicht? Ich glaube, ich habe das Auto nicht leer gemacht vorhin. Hm? Okay, mich beschleicht das Gefühl, dass in den Autos, die ich reparieren kann, prinzipiell einfach nichts drin ist, was wir brauchen können. Drängt sich mir so langsam der Gedanke auf. So, hier will ich aber nicht zu Fuß weitergehen. Da will man dann, wenn schon, mit dem Auto weiterfahren. Aber ich will erst ein paar Zündkerzen. Habe ich hier vorne schon reingeguckt? Da ist auf jeden Fall nichts drin. So, jetzt gehen wir doch mal hier gucken. So, hier ist schon mal eine brennende Tonne. Wenn das hier so gefallen tut, ich weiß ja nicht. Was haben wir hier? Ja, gerne. Ja, gerne. Oh, ja, gerne. Was haben wir hier? Sehr gerne, danke. Das können wir schon mal trinken. Müssen wir nicht alles mit uns rumschleppen. Wir haben noch Wasser bei uns, von dem her. So, was haben wir hier? Ja, nehmen wir auch noch mit hier. Die nehmen wir auch noch mit hier. Wenn es dann sein muss, okay. So. So ein Rucksack, dass ich mir Sachen tragen könnte, wäre auch sehr nice. Aber das hält sich gerade so ein bisschen in Grenzen. Aber ansonsten sieht hier schon ziemlich schnuckelig aus. Ist nur schade, dass wir hier nirgendwo rein können. Glaube ich, weil hier die Tür, die kann man nicht auf, nicht mal aufbrechen mit dem Brecheisen. Ich wollte mir noch ein Brecheisen craften. Da hinten ist ein Koffer. Da hinten ist ein Koffer. Da hinten ist ein Koffer. Ich muss da hinten ist ein Koffer. Da hoch gehen wir dann auch noch gleich. Ich hab's rüber geschafft. Da können wir nicht rein, da können wir nicht... Kann ich denn hier nicht rein, hallo? Und der Koffer ist natürlich leer. Das ist it. Spiel, was tust du mit mir? Was tust du mit mir? Motor. Ah. Jetzt dachte ich, das sei ein Zombie. Jetzt hatte ich aber kurz Angst.
So, machen wir das Zeug schnell alles rein hier. Motor rein. 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 Antibiotika lassen, das machen wir auch mal rein hier. Das brauchen wir jetzt zurzeit noch nicht. Kann aber sein, dass wir das gleich brauchen werden, weil wir das Fleisch essen werden. Kurz oder lang. Hallo? Hallo? Ich muss da drunter durch. Ich muss da drunter durchcrouchen. Echt jetzt? So, was haben wir hier? Ja, komm, essen wir. Aua, das ist immer sehr laut. Ah, meine Ohren. So. Na, dann geht's uns doch schon wieder gut hier. Ein Schrupfl, ein Schrupfl, ein Schrupfl, ein Schrupfl. Ich habe eine Bleispritze gefunden. Und hier, Upgrade. Plus 2 Slots. Geil. Dankeschön. Oh, da hebt sich bei mir doch direkt die Laune. Warum kann ich denn hier nicht hoch? Was soll denn der Schmarrn? Mal runterrutschen? Ah, hier können wir sogar runtergehen. Ah, okay. So. Wir haben eine Schrotflinte gefunden. Gehen wir aber noch schnell da hinten gucken. Nur so der Form halber gehen wir hier noch schnell gucken, ob sich hier vielleicht noch irgendwas verbergen tut. Ich glaube zwar nein, und da hinten kommen wir bestimmt auch nirgendwo rein. Das wäre es jetzt hier. Einfach mal reingehen und aufstoßen. Nein. Hier ist dann also wirklich Ende Gelände. So, wohin gehen wir jetzt? Gehen wir jetzt da runter? Oder gehen wir hoch? Also wir wissen ja, die Zombies greifen uns nicht an, wenn wir im Auto sind. Solange wir im Auto sind halt. Und wir haben immer noch keine Kerze gefunden. So, ich gehe hier lang. Wir gehen jetzt einfach mal hier lang. Weil da hier ist eine Straße. Wir fahren jetzt die Straße entlang. Es wird neblig. Oh, bitte verreck mir jetzt einfach nicht. Was ist das da? Oh, nein, mein Auto! Nein, hör auf! Um Gottes Willen, hör auf! Nein, nimm den Bogen hervor, Komm! Mich anschießen und dann abhauen, oder wie? Ah, nein! Nein, meine Pfeile. Ah, nicht schon wieder. Schleicht euch, Jungens. Oh Gott, ich bin gerade so im Arsch. Ich muss mich heilen. Hier. Heil das. Bitte. Nein. Oh. Ich hab nur das Zeug verloren. Mein Langbogen habe ich verloren. Das heißt, ich kann mich nicht... Hallo? Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Die Schrotflinte habe ich noch. Ich habe meinen Langbogen verloren. Und ich verblute immer noch. Dann machen wir das Zeug jetzt schnell mal hier rein. Mein Auto ist natürlich irgendwo wieder. Das heißt, ich muss jetzt da zu Fuß rübergehen, oder wie? Oh, es hat alles keinen Platz mehr. So, also, wir sind auf jeden Fall jetzt wieder ein bisschen... Verbluten wir noch? Nein, wir sind geheilt. Wir verbluten zurzeit zwar nicht mehr, aber wir sind... Ja, es ist... Wow. Nehmen wir halt jetzt den Bogen mit. Gibt's noch keine Eins, Mann?
So, ich mache mir jetzt ein zweites Auto bereit. Was brauche ich noch für mein Auto? Ich habe zweimal Schrotflintenmunition. Ich bräuchte noch ein Motor. Kerzen. Allgemein einfach alles. So, noch ein Rad mehr. Du willst mich doch verscheißern, ey. Du willst mich doch echt verscheißern, oder? Das glaubt man ja einfach nicht. Kerzen. Ich habe natürlich keine Kerzen mehr jetzt. Wenn ich irgendwo einen Sniper finde, dann raste ich aus hier. Dann muss ich die Aufnahme mal eben kurz beenden, weil dann werde ich mal total ausflippen. Mein Auto zerschossen. Mein Auto ist einfach stehen geblieben. Also ist es nur weitergerollt. Ja, ich weiß. Und er ist mir seitlich weggerannt. So, ey, Alter, bleib mal hier. Ey, Alter, ey. So. Zack. Ja. 10 Minuten, komm. 10 Minuten macht er alle 4 Räder ran hier. Hallo? Was soll denn das? So. Aber mir fehlen immer noch die Kerzen. Ohne Zündkerzen und ein bisschen Benzin komme ich ja natürlich nicht vom Fleck. Das ist die Hölle. Das Spiel will mich gerade so richtig, richtig hart auf die Schippe nehmen. So, dahin. Ich brauche Kerzen. Und ich meine hier nicht Kerzen für ein Candlelight-Dinner. Yogi, wage es jetzt einfach nicht, okay? Wenn du jetzt irgendwo spawnen solltest, wage es gerade nicht, mein Freund, ja? Wage es einfach nicht. Ich habe gerade echt keinen Bock auf dich, Yogi-Bär. Ich schmeiß dir einen Stein ab Kopf, an Kopf. Und dann brüllst, dann komme ich rüber und brüll dir mal was. Es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Ein Benzinkanister ist jetzt natürlich auch wieder futsch. Es liegt jetzt alles da hinten am Boden. Es muss da irgendwo über dem Berg muss es gewesen sein. Eine Batterie. Oh, schöne Batterie. Ich brauche Kerzen. Nein! Was will ich mit dem Schrott? Das brauche ich jetzt nicht. Es muss hier in die Richtung muss das gewesen sein. Wir könnten mal gucken, ob wir das vielleicht so über den Hügel hinweg schaffen. Ich glaube, dafür reicht die Zeit schon nicht mehr. Bald ist wieder Nacht und dann habe ich den Salat, wenn ich da auf offenem Feld stehe. Ein Blatt. Ich nehme gerade echt kein Blatt vor den Mund. Nee, aber weißt du, sowas regt mich dann auf hier. Verfluchte paar Kerzen! Verfluchte Banditen mit verfluchten Schnellschussgewehren und hier, hast du nicht gesehen und so. Wetten wir, die stehen jetzt da vorne? Wetten wir, die stehen jetzt da vorne? Ich wette mit euch um keine Ahnung, ein Gummibärchen. Ein Gummibärchen. Die stehen da vorne. Die stehen jetzt da vorne an der verdammten Kreuzung und wollen mir das Leben zur Hölle... Warum machst du, Idiot, die Tür auf? Das von reingucken. Die stehen jetzt auf jeden Fall da vorne. Siehst du hier, Crowbar habe ich auch wieder vergessen zu machen. Oh, ist ja schön. Das ist bestimmt wieder die Kerzen, die ausgestiegen sind. Das oder der Motor. Aber ich verstehe auch nicht, ich habe x-mal auf den eingeschossen. Warum ist da nichts passiert, bitteschön? Ja, gerne. Ja, gerne. Ich frage mich, warum da nichts passiert. Wow. 6-mal Zucker, ja, leck's mir Marsch. Ich frage mich, warum da nichts passiert ist. Eine der 8 Pfeile hätte doch treffen müssen. Oh, apropos Pfeile. Equipment. Hat Arrows. Haben noch hier 2x8. So und so. Sollte die, glaube ich, wieder. Yep.
So, das Bein sollte auch schon bald wieder geheilt sein und der Arm auch. Also der Arm kurz vorm Beil. Unser Koffer ist immer noch hier in der Luft. Schön. Die Jungen sieht man halt auch beinahe nicht. Ich weiß ja nicht, ob die sich irgendwo hinsetzen und nur warten, dass jemand so dumm ist und bei ihnen vorbeikommt. Ho! Feuer! Hat was gehört? Alter, treffe ich den einfach nicht, oder wie? Er ging dabei vorbei. Das war ein Treffer. Ah! Nein! Ich blute. Ich blute schon wieder. Ja! Aber ich sterbe wahrscheinlich gleich. Hat der vielleicht was dabei? Hast du was dabei? Was? Wie? Was? Wie? Und sonst hat er nichts dabei? So, komm, Kopfschuss. Ein. Den hält denn der aus, bitteschön? Ich verblute immer noch. Ich verblute ganz, ganz jämmerlich, verblute ich jetzt gerade hier. Dann natürlich nur ein bisschen hier. Ach, das ist doch scheiße. Bitte, 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 bitte. Irgendwas, irgendwas Kleines. Irgendwas zum Heilen, bitte. Oh nein, jetzt finde ich auch noch so geiles Zeug hier. Bitte, ich brauche was zum Heilen. Ich brauche was zum Heilen. Oh, tu mir das doch jetzt bitte nicht an. Oh, das ist ein Pfeil von mir. Bitte, bitte, ich brauche was zum... Nein, ich brauche keine leeren Wasserflaschen. Ich brauche was zum Heilen. Nein, ich bin gleich wieder tot. Ah! Wo kommt denn der jetzt wieder her? Bin sowieso gleich tot. Toll. Toll, lass mich raten, ich habe alles wieder verloren. Nein, ich habe nicht alles verloren. Ich habe zum Teufel noch eins nicht alles verloren. So. Ja, jetzt, da. Jetzt hier. Mhm. Ist okay, ja. Ist okay. Ich glaube, ich habe sogar Munition dafür. Was brauchen das für Munition? Warte mal, wo war das? Hier? Ich glaube, die hier, oder? Kann ich da vielleicht irgendwas zu lesen? Rifle Ammo. Okay, gut, da steht Rifle Ammo. Okay. Okay. So. Ab jetzt wird hier Nägel mit Köpfen gemacht. Jetzt reicht's mir, echt. Jetzt habe ich die Faxen dicke langsam. Pistole nehmen wir auch noch gleich mit. Irgendwo habe ich sogar noch Pistolenmunition. Ist nur gerade nicht wo. Jetzt reicht's mir. Ich werde jetzt all mein Zeug wieder einsammeln. Hier. Einmal. 9 mm. 9 x 9 mm. Geil. So, habe ich hier auch noch was drin? Nein. Ah, warte, wir können den mal hier. So. Das nehmen wir mit. Das lassen wir da. Ich kann meine Schrotflinte auch noch gleich mitnehmen, aber ich glaube, die lasse ich lieber da. So. Hier noch was? Nein. War hier noch was? Pfeile nehmen wir noch mit. Weil mein Bogen sowieso gerade zur Zeit weg ist. Keine Ahnung wo, aber er ist weg. Was haben wir für Zeit? 13.22 Uhr, das reicht noch bis nach da vorne zu kommen. So, laden mal nach. So. Hier laden wir auch noch nach. Yogi Bär, ich würde es dir jetzt einfach gerade im Moment nicht raten, okay? Sei mein Freund, zurzeit nicht mein Feind. Ich habe gerade andere Feinde, die mir ans Leder wollen.
zwar die da vorne. Den mal jetzt die Hölle heiß. Die kriegen jetzt so eine Abreibung von mir, dass sie sich das ganze Spiel über überlegen. Jetzt hätte ich beinahe wieder losgeballert, weil ich so erschrocken bin. Dass sie sich das restliche Spiel über überlegen werden, ob sie sich nochmal mit mir anlegen wollen. Weil die Pfeile, okay, ja, das waren Holzpfeile. Es kann gut sein, dass die nicht so viel Schaden machen. Aber jetzt habe ich ein verdammtes Gewehr. Verdammte M4, glaube ich, ist das. Die M4, die wird es richten. Was es auch zu richten gibt, die wird es richten. Die wird die Gegner richten. Ich glaube, ich esse das mal schnell, bevor es weg ist. So. Dann trinken wir das. Meine Wasserflasche ist auch weg. Halt die Klappe, Huhn. Schick mich nicht an hier. Ich muss nur ein bisschen auf mein Bein aufpassen. Bin ich natürlich wieder total angeschossen hier. Beine im Auge behalten, Beine im Auge behalten. Umgebung im Auge behalten wegen Yogi-Bär. Warum lasse ich mich bei neuem Territorium auch einfach so... Oh. Ich könnte mich manchmal hier nahe speisen. Wenn ich nur hinkäme, würde ich es wahrscheinlich sogar tun. Da ist unser Koffer. Irgendwo hier muss doch unser Zeug liegen. Ah nein, ich bin ja weiter vorne gestorben. Warte mal. Pfeil. Pfeil. Liegen hier sonst noch Pfeile rum oder was von mir? Nein. So, jetzt passen wir schön auf. Weil da war irgendwo noch einer. Hier, warte, warte, warte. Pfeil. Meine Cola-Dose. Ich bin noch aber hier. Ah, hier. Pfeil, Bogen. Pfeil mit Pfeilspitzen. Geil. Das war eine... War das eine Pistole? I think this was some pistol, right? So, wo war der? Der war doch hier irgendwo. Echt jetzt? Ist der jetzt abgehauen oder wie? Muss ich mal einen Warnschuss abgeben? Damit er weiß, dass ich da bin? Ist nichts drin. Huch. Er ist nicht mehr hier. Und es wird gerade auch wieder hart nebelig. Das ist jetzt natürlich richtig kacke. Das ist jetzt natürlich richtig kacke. Bin ich jetzt richtig aufgeschmissen. Ich muss jetzt ein Auto finden. Weil ich vergaß, da ist noch ein See. Da komme ich gar nicht durch. Ich muss jetzt ein Auto finden, wo ich mich reinsetzen kann. Das hoffentlich bevor... Warte mal, da unten war doch eine kleine Hütte. Nein, da war keine kleine Hütte. Das ist nur so ein scheiß Camper. Ein Camperschwein. Ich muss auf mein Bein aufpassen und auf meine Ausdauer aufpassen. Es wird neblig. Ich sehe das. Es wird wirklich neblig. Oh, Kacke. Ich kann mich hier, glaube ich, nirgendwo verstecken. Is now really fucked up like hell. Ich könnte in die Gas Station. Ja. War da unten ein Auto? Ich glaube, bei der Gas Station war ein Auto. Ich muss nur noch bis dahin schaffen. Nebel, halte dich im Zaum, bitte. Ist nur noch ein bisschen. Ist nur noch ein bisschen. Mein Bein ist auch gleich wieder geheilt. Das heißt, es ist wirklich nur noch ein bisschen. Weil ich befürchte, die können hart in das Ding reinspringen da. Oder mich dann wieder von der Seite her abschlagen.
Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Toll. Nein, da unten ist auch kein Auto, wo ich rein kann. Das nächste Auto wäre da hinten. Oh Gott, schaffe ich das? Es ist 15 Uhr. Oh, bitte, 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 lass mich das erreichen. Bitte. Aber ich dachte, hier stand ein Auto, wo ich einsteigen kann. Mich drin verkriechen kann. Was kann denn er mir am besten? Sich verkriechen. Genau. Es dauert immer Ewigkeiten, bis das Zeug geheilt ist. Das ist schrecklich. Also ich sehe das Auto von hier aus schon, wo ich dann einsteigen kann. Das ist schon mal gut. Frage ist nur, schaffe ich es noch bis dahin oder kommen die Zombies jetzt gleich angerannt? Unsere Ausdauer ist völlig hinüber. Völlig hinüber, sage ich euch. So, weil hier sind wir dann... Oh, da ist schon ein Auto. Da ist schon ein Auto. Hier, yeah, wir sind safe. Wir sind safe. Und sowas von safe hier gerade. Sowas von safe. Von mir aus kann jetzt der Nebel kommen. Ist mir schön egal. Was zum Heilen. Ich loote jetzt hier die Autos noch ein bisschen ab, solange ich kann. Solange der Nebel gerade nicht noch dichter wird. Wobei eben, wir haben hier wahrscheinlich schon beinahe alles abgelootet. Alles abgegrast. Danach schleichen wir uns da nach vorne. Ich habe keine Zündkerzen dabei. Fällt mir gerade auf. Toll. Ja, dann werde ich wohl die Nacht hier im Auto verbringen müssen. Weil, mit einem angeschlagenen Bein, mit einem angeschossenen Arm und einer Ausdauer, die nur ich noch unterbieten könnte, kommen wir hier wahrscheinlich nicht weit. Und trotzdem gehe ich weiter. Warum? Nein. Es reicht, wir gehen zurück, wir setzen uns da ins Auto, ich warte ab, bis es nicht mehr ganz so neblig ist, dann geht es weiter. Bis dahin sollten unsere Wunden auch wieder einigermaßen verheilt sein. Au, Tür am Kopf gehauen, toll. So. Ha, ich bedanke mich ganz herzlich für euch, fürs Zuschauen, fürs Mitfiebern. Ich hoffe, es war einigermaßen spannend für euch. Ich hätte auch lieber meine scheiß Mauer einfach gebaut. Gut, dann gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus und drücke mir selber die Daumen, dass wir weiterkommen, dass wir unser Auto wieder kriegen, so unser Stuff da wieder einsammeln können und nicht einfach wieder draufgehen. Aber die schießen arg hart. Sie treffen zwar nicht, aber ja, macht's gut. Macht's gut.